ganz herzlich wieder aus dem Auto. Wir sind nämlich schon unterwegs einkaufen. Wir haben euch ja gestern, also ich habe euch gesehen, diese mega lange Liste gezeigt, die wir shoppen müssen. Und irgendwie haben wir gestern noch mal so drüber nachgedacht. Ich meine, wie knapp ist das gewesen? Stellt euch mal vor, ja, der Patrick geht in die 6. Klasse und dieser Junge geht in die 5. Klasse. Ja, und diese Familien oder alle, die ganzen Kinder da mit ihren Familien sind einfach jetzt in häuslicher Quarantäne. Wir sind jetzt hier bei uns in einem Örtchen, in einem kleinen Nebenörtchen, gehen schnell zur Apotheke, kaufen auch solche Sachen wie Novaflex und also so für die Kinder zum Fieber senken und auch für uns Kopfschmerztabletten, diverse Sachen, Vitamin C und so weiter. Ja, ich muss noch auf den Papa warten, weil der holt gerade Geld, weil der Papa, also wir bei uns hier in diesen kleinen Örtchen kann man nämlich nur mit Bar zahlen, also bei den Apotheken und so kleinen Geschäften. Deswegen holt der Papa Bargeld. Wir haben nie Bargeld dabei. Also wir sind da eher, also ich bin da eher wirklich dieser typische Typ Karte. Ja. Schaut euch mal bitte an, wie viele Parkplätze da besetzt sind. Voll krass, oder? Also wir haben. Macht keinen Spaß, wir sind auch eine von denen. Ich mach keinen Spaß. Wir waren ja jetzt bei der Apotheke. Und wir haben gesagt, ja, dass unser Sohn halt in dieser betroffenen Schule geht. Und er hat gleich einen Schritt nach hinten gemacht. Oh mein Gott. Diese Apotheke hat gleich einen Schritt nach hinten gemacht. So. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Krass. Unser Wagen ist schon richtig voll. Wir sind nicht einmal ein Viertel mit dem Geschäft durch. Ich nehme so eine Packung. Okay. Okay, wenn man sowas sieht, kriegt man schon ein bisschen Panik, ne? Also, Tiefkühlgemüse, diese Idee hatten wahrscheinlich mehrere. Wie auch hier. Und Mehl hatten wahrscheinlich auch viele. Jetzt backen alle nämlich Brot zu Hause. Einfach yay. Aber wir sind nicht gerade besser, oder? Was ist hier los? Mir ist es auch voll peinlich, aber ja. Keiner weiß, dass wir ein Kind haben in dieser Schule. Wenn wir das sagen, sagen sie alle, gehen Sie vor, gehen Sie vor. Ja. So, was noch? Okay. Für uns war das jetzt gerade mega peinlich, weil natürlich waren wir die Einzigen, die so viele Sachen hatten. Okay, da ist noch eine Frau mit extrem viel Mineralwasser, seht ihr sie? Aber sonst waren wir die Einzigen mit so einem fetten Einkaufswagen. Was die Leute nicht wissen, wir haben 4 Kinder und wir haben immer so einen großen Einkaufswagen. Aber natürlich haben wir halt diesmal jetzt mehr gekauft und natürlich ist auch diesmal vieles leer gegangen, wie Olivenöl und solche Sachen, die man eigentlich ja, nicht immer kauft. Ja, die Leute haben ein bisschen blöd geschaut, aber ist mir dann auch wurscht, einfach durchziehen. Wir haben jetzt gewisse Sachen nicht gekauft, weil wir uns gedacht haben, erstens hatten wir keinen Platz mehr im Wagen, der Papa war schon urrot von lauter Beine, ich auch. Und dann haben wir gesagt, wir gehen auf den wir bringen das mal ins Auto und gehen nochmal eine Runde. Zweiter Wagen. Naja, wir lachen noch, aber eigentlich ist es ja nicht so. Es ist ja eigentlich ernst. Ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall gut eingekauft, meine Lieben. Schaut mal, hier Katzenfutter, hier ein paar Aufstriche. Die sind Sachen, die man nicht einkühlen muss. Dann habe ich auch vegane Sachen gekauft. Dieses Sugo, Currylinsen und Melanzani. Dann habe ich noch so Beluga-Linsen gekauft. Das sind einfach die besten Linsen, diese schwarzen. Ganz viel Joja-Milch, Barista-Edition haben wir gekauft. Ja, alles, was man so braucht. Sophie? Sophie schaut so. Hä? What? Dann haben wir noch vegane Mayonnaise gekauft. Deo. Cabanossi. Die muss man nämlich nicht einkühlen, ist gut. Joghurt hat der Papa gekauft. Müllsäcke haben wir gekauft. Sophie ist auch ganz neugierig. Schnuff, schnuff. Dann haben wir Säfte gekauft. Vegane Burger. Vegane Cevapcici. Uludag habe ich gekauft. Patrick! So dicke Deckel mit deinen Pfoten drauf. Kannst du ihn mal raufrufen, Michelle? Für den Patrick haben wir auch eine Nutella geholt. Das ist die beste Nutella. Die gibt es nur beim DM bei uns.
DM Bio. Die ist wirklich sehr gut für einen veganen Joghurt. Entschuldigung. Baba, Entschuldigung. Ich habe dir einen Uludag gekauft, Patrick. Bitte schön. Danke. Ich habe meins im Auto vergessen. Kannst du es mir holen? Das ist bei meinem Sitz. Dann haben wir hier noch Tortillas gekauft. Der Patrick isst die nämlich total gerne. Nochmal Beluga-Linsen. Ja! Viel Ersatzmilch. Also die Haselnussmilch, die Kinder gern trinken. Und auch die Barista-Joja. Damit einfach viel da ist. Dann Brezeln. Was haben wir noch hier? Ja, Frauenzeugs, das man so braucht. Kekse. Ja, einfach, wir haben eigentlich gut eingekauft, oder? Wir geben ja, ihr wisst ja Bescheid, bei uns ist ein Food Haul, wenn wir so, also normal für die Woche einkaufen, dann geben wir so ungefähr 200 Euro aus. 200 bis 250. Ja, 200. Wenn gewisse Sachen ausgehen, dann geben wir mehr aus, so wie wenn Öl ausgeht oder Küchenpapier. Und diesmal haben wir zum Beispiel kein Küchenpapier mehr, wir hatten kein Olivenöl mehr, kein Sonnenblumenöl mehr. Und dann haben wir waren in 3 verschiedenen Supermärkten, weil wir auch vegane Sachen kaufen wollten. Wie viel haben wir insgesamt gegeben? Und auch, dass die Leute nicht so deppert schauen, mit 2 Wegen, dann kaufen wir mit einem Wagen, dann zu dem zweiten Supermarkt, mit einem anderen Wagen. Okay, ich sag mal, wie viel haben wir ausgegeben? 450 oder sowas. Und wir waren auch bei der Apotheke. Ja. Warst du dabei? Zusammen. Wir haben nämlich noch Vitamin C gekauft und Zink. Sollte man nämlich als Nahrungsergänzung... Kann ich dir trinken oder lässt mir eine dritte Sorge? Eigentlich will ich nicht, dass du meinen Uludag trinkst. Weh! Beim Spar gibt es nämlich Uludag im... Dir schmeckt das nicht. Das schmeckt nämlich wie Fizzas. Ist lecker. Mm. Oh, ich kann Türkisches. Du kannst Türkisches? Çabuk. Kebab. Ich habe auch nichts von deinem blöden Tomatensaft getrunken. Ich habe gesagt, du kennst nicht. Der ganzen Corona-Panik muss ja trotzdem noch ein Video online gehen und das muss ich jetzt schneiden. Ja, leider 10 Minuten vor 15 Uhr. Mhm, sehr gut. Ich habe leider keine Zeit gehabt, das gestern zu machen oder heute in der Früh, deswegen muss ich es jetzt schneiden. Sorry, also wenn ihr am Samstag den Vlog später gesehen habt, dann wisst ihr warum. Deswegen. Ja, muss jetzt auf jeden Fall schnell den Vlog schneiden, damit ihr den zumindest vielleicht um 16 oder um 17 Uhr spätestens sehen könnt. Ja, machen wir das. Und ja, meine Freundin schreibt mir die ganze Zeit. Deswegen vibriert mein Handy. Was ist, meine kleine Mäusis? Ja, Papa. Papa ist ein Pferdchen. Ich habe hier auch eine Kuschelmaus. Schaut mal. Papa. Papa, du hast mir versprochen, dass du mein Spiel heute aufstellst, oder? Da kann man noch ein Tutu sein. Zunge zeigen? Ja, aber kann ich helfen. So. Oh, also Zunge rollen, meinst du? Mhm. Wo gehst du hin? In den Garten. Der Papa geht in den Garten. Ich lade gerade mein Video noch hoch. Das braucht noch ein bisschen. Was ist denn? 10 Minuten. Kann ich mir das Roboter-Kind geben? Ja. So, mein Video ist online gegangen und der Papa baut mir in der Zwischenzeit jetzt schon meinen Spiegel auf. Endlich. Der stand jetzt so lang hier und dann hier in der Ecke. Papa, die Philipp. Die Luisa. Oh, danke schön. Luisa, was machst du denn da? Hilfst du dem Papa? Ja. Wow. Ich soll ihn fangen? Ja. Kann ich ihn? Wie, hinlegen? Ja, hinlegen. Ja, ja. Der Papa muss unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Lisa, was machst du denn mit Papa? Nichts. Nichts? Ja. Du nervst jetzt. Ja. Lisa. Nein, der arme Papa. Der weint ja dann. Wee, wee. Nein, Papa, ist ihre Waffel.
kleiner Lockenkopf. Was? Räumst du das auf? Oh, danke, Luisa. Sehr lieb von dir, Papa. Gehen wir dann chillen auf der Couch? Oder müssen wir Wäsche falten? Mama? Ja? Wenn wir Papa hauen? Papa hauen? Tut das weh? Ja. Nein, aber es ist nervig und provokativ. Ich kann dich kaum zurückhalten. Nein, 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 nein. Autschi! Nein, 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 jetzt bin ich mal da. Papa, au, au. Oh, Papa. Ah, Papa, schau wie arm. Oh, baby girl. Ist der Papa böse? Ja, Mama. Der Papa. Die Kamera ist am Boden. Hallo, Vanessa. So, so schaut das jetzt aus. Wir haben jetzt hier mal den Spiegel hergestellt. Ich bin noch nicht so super zufrieden damit, aber kann man machen, oder? Geht so. Ich habe mir halt so vorgestellt für Insta-Story, dass dann halt auch dieses Licht hier brennt, vielleicht. Und dass ich irgendwelche coolen Outfits zeigen kann oder so. Mal gucken. Ja, es ist noch im Werden. Vielleicht kommt hier das Stativ weg und dafür vielleicht eine Pflanze, damit man nicht diese Steckdose hier sieht, die darüber führt. Ja, mal gucken. Ich gehe mich jetzt auf jeden Fall mal abschminken. Also, so, damit ihr mich besser seht. Ich gehe mich auf jeden Fall mal abschminken. Ich habe mich hier noch mit ein bisschen Concealer, mit ein bisschen CC-Cream, mit meinen Augenbrauen sind geschminkt. Und ich habe mir heute eine Augenbrauenfarbe auch gekauft. Ich wollte das heute machen, aber das mache ich dann morgen. Ich bin schon zu müde, ich habe so Kopfschmerzen ein bisschen. Gehe mich deswegen jetzt abschminken, ziehe mir meine Indoor-Jogginghose an, das ist nämlich meine Outdoor-Jogginghose, die ich da anhabe. Und ja, diese Überbelichtung immer. Auf jeden Fall, ja, abschminken ist mal angesagt und es ist voll entspannend, dass ich jetzt die Wimpern habe. Dann muss ich mir einfach nur mehr das Pudrige aus dem Gesicht schminken, wie diese CC-Cream und meine Augenbrauen. Und das war's schon. Ein bisschen Bronzer habe ich auch. Und ja. Ich liebe es, diese Wimpern zu haben. Da schaut man gleich ein bisschen frischer aus, finde ich. Nur ich mag das nicht, wenn die Wimpern so betont sind und man hat dann keine Augenbrauen. Deswegen habe ich mir halt die Augenbrauenfarbe gekauft. Aber fragt mich jetzt nicht, wo ich die hingestellt habe. Ich bin jetzt noch in der Küche. Ja. Und ich werde mich jetzt auch vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Ich werde mich jetzt in Ruhe abschminken mit meinem Lumi. Und ich melde mich dann einfach wieder morgen bei euch. Morgen ist schon Sonntag. Ja, heute war ein Corona-Einkaufstag. Gott, das klingt so dumm. Aber heute war ein bisschen ein Vorratseinkauftag. Ich fühle mich beruhigter, falls wirklich irgendwas sein sollte und noch irgendein anderes Kind bei uns in der Schule irgendwas haben sollte. Dann fühle ich mich ein bisschen sicherer, dass wir gute Lebensmittel zu Hause haben, dass wir 10 bis 14 Tage locker damit auskommen. Und deswegen, ja, falls einer von uns, Gottes Willen, Corona bekommen sollte, ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm. Es ist halt wie ein Virus, wie ein Influenza-Virus. Es sind ja eher, also die Risiken gibt es ja eher mehr für ältere Menschen, die Probleme mit dem Herz haben, Lungenerkrankungen oder sonstiges. Sonst, ja, glaube ich nicht, dass das so Risiko für uns wäre, aber trotzdem, man will es ja irgendwie trotzdem nicht. Von dem her, schauen wir mal, es wird alles gut gehen und damit hat sich die Geschichte. Und ich verabschiede mich und wir sehen uns da morgen und ich werde mich jetzt schnell abschminken. Bis dann, tschüss.